Es ist wie es ist. Frau mit Zöpfen nimmt heute keiner ernst. Vorhang auf! Heute wird mir wieder auf den Arsch geguckt. Ja, Mingle, Fassel auf den Zirke. Wir haben, glaube ich, das geilste und das beste Funke-Mariechen in der ganzen Stadt gefunden. Und ich hoffe, dass die jetzt zu uns auf der Bühne kommt und mit uns ein bisschen singt. Caroline Kibikus als Funke-Mariechen, meine Damen und Herren. Wir haben ein Liedchen mitgebracht über ein Funke-Mariechen. Man weiß ja gar nicht, was die alle arbeiten, ne? Wir haben ein Lied gemacht über ein Funke-Mariechen mit Burnout. Ach ja, ja. Ich will nur Hus, halt das nie aus. Bin reif fürs Bett, doch ich bin viel zu nett, denn die Pflicht, die ruft. Ich zieh sie wieder an die Kluft. Das Kostümchen zwickt, der Tüll, der pickt, der Rock ist zu kurz und die Perücke, die juckt. Heute wird mir wieder auf den Arsch geguckt. Mit Spitze bütt sie an, ich wär so jemand Prinz im Karneval, doch ich bin nur ein Funke, Funke Mariechen. Vom Beine schmeißen krieg ich Lieder reißen. Ich bin nur ein Funke, Funke Mariechen. Ich kann nichts anderes sein, bin als Model für den Laufsteg viel zu klein. Vom Stüppelfütchen darf ich nie dabei sein. Ich bin nur ein Funke, Funke Mariechen. Füße tun weh, nicht mehr stehen, noch schnell ins Maritim, das wird die 20. Sitzung für heute Nacht, das geht noch so bis morgens um 8. Ich sitz auf der Hand von einem funken Mann, das ist nicht bequem, das ist sehr unangenehm, doch was willst du machen? Gardetanz ist Ehrensache, doch mach ich wieder mit, sie schmeißen mich ans Hof. Nimmt heute keiner ernst, und dicke Funke tritt mir auf den Fuß. Das hier bestimmt wieder im Bluterguss. Funke, Funke, Funke Mariechen. Ihr seid dran. Funke, Funke, Funke Mariechen. Come on. Funke, Funke, Funke Mariechen. Funke, Funke, Funke Mariechen. Funke, Funke, Funke Mariechen. Ich hör nix. Funke, Funke, Funke Mariechen. Funke, Funke, Funke Mariechen. Ich kann nicht mehr winken, der Tanzmajor ist schon am Stinken. Funke, Funke Mariechen. Zur nächsten Sitzung muss ich auch hin und die sind Horem. Funke, Funke Mariechen. Ich kann nichts anderes sein, bin als Rolle für den Laufsteg viel zu klein. Vom Schnippelfütchen darf ich dabei sein, ich bin nur ein Funke, Funke Mariechen. Funke, Funke Mariechen. Vielen Dank, Caroline. Dankeschön. Brings und Caroline Kebekus, dreimal Kalle. Caroline. Brings. So, hier der Orden der Gesellschaft.
Die Jungs müssen weiter, die haben heute Abend noch viel zu tun. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis nächstes Jahr. Und jetzt kommt ein Mann, der schon seit meiner frühesten Kindheit ein absoluter Weltstar für mich ist. Begrüßt mit mir Wolfgang Niedecken! Dankeschön, danke. Ja, ist doch so. Ich bin ja mit deiner Musik aufgewachsen. Das klingt jetzt ein bisschen, ne? Aber es ist wirklich so. Ich weiß noch, mein Vater hatte nicht viel Auswahl an Kassetten. Aber was wir hatten, war Bab. Und wir haben das als Kinder gehört schon. Und wir konnten natürlich überhaupt nicht verstehen, was du singst. Heute weiß ich ganz genau, was du singst. Aber damals, wir haben ja nichts verstanden. Aber wir haben lauthals mitgesungen. Und wir haben immer, anstatt verdammt lang her, haben wir immer lauthals gesungen, verdammt am Herd. Ich saß mit einem verdammt am Herd, verdammt am! Mein Vater hat uns auch nicht aufgeklärt. Die, was die singen. War denen scheißegal. So, wir haben jetzt lange überlegt, was wir heute hier zusammen singen könnten. Und der Song heißt, den werden wir jetzt spielen, It Is Wie It Is. Das muss man jetzt erklären, It Is Wie It Is bedeutet so viel wie It Could Wie It Could. Ne? Genau. Was so viel heißt wie Es hätte einmal Jote Jangen und Obama handelt Hammer. Ja, was vor das ist, nee. Ja, es ist wie es ist. Ja, genau. Es ist wie es ist. Das spielen wir jetzt und das Beste ist, ich darf mitmachen. Yay! Es ist wie es ist, doch kann man nichts machen. Wir sehen uns einfach passiert. Es ist wie es ist, doch bloß mal jetzt lachen. Doch kommt doch keiner jetzt für. Keine Ahnung, wie man da ertragen kann. Ach, für Dach, Jahr für Jahr. Ist du mehr Deckung, ist der Feuerschutz. Wenn irgendwie bist du da. Egal ob aufwärts oder starb ich ab. Gipfel kurz ob da. Hey, ob Rücken oder jäh yeah, Wind. Im Zweifelsfall ist dir das scheiße, ja. Du hast mich schon gefangen. Nicht selten nachts am Telefon. Nur selten in dir hangen. Du weißt schon. Es ist wie es ist. Da kann man nichts machen. Wir sehen uns einfach passiert. Es ist wie es ist, doch bloß mal jetzt lachen. Doch kommt doch keiner jetzt für. Es ist wie es ist, doch kann man nichts machen. Es ist wie es ist, na klar. Es ist wie es ist, was soll ich wohl sagen? Hey, du bist unbezahlbar. Wir spielen abwechselnd. Ja. Du schreibst, oder ich fange an, ich schreibe einen Sänger auf, eine Sängerin, die eine markante Stimme hat. Und du schreibst gleichzeitig einen Song auf. Ja. Und dann matchen wir das sozusagen. Wir lösen gleichzeitig auf und dann muss ich den Song als der Sänger, den ich aufgeschrieben habe, singen. Den Song, den du aufgeschrieben hast. War das kompliziert erklärt? Nein, also das hat man gut verstanden. Ich hab's gecheckt. Hast du es gecheckt? Ja. Also man muss natürlich einen Sänger nehmen für sich selber, wo man denkt, okay, ungefähr kann ich den machen und braucht eine markante Stimme, Falco oder so. Aber jetzt darfst du nicht mehr Falco nehmen, weil ich es schon gesagt habe. Nee, du hast was Sängerin gesagt. Ja, ja, gut. Ja. Wir fangen an mit, genau, hier kannst du schon mal, hier hast du was zu schreiben. Okay. Also ich sage, ich muss einen Song jetzt auswählen. Du machst einen Song. Okay. Ich weiß was. Ja, Moment, ich kann dir das aber immer noch verhageln hier, ne? Ja, aber du weißt ja nicht, was ich aufgeschrieben habe. Vielleicht passt es wie Arsch auf Eimer. Ja. Oh, passt nicht drauf. Bin ich mir nicht so sicher, Frau Kiebekus, ob das wohl wie Arsch auf Eimer passt. Es klingt vielleicht wie Arsch auf Eimer, aber... Okay, so. Achtung, fertig.
Hier kommt Alex, oh nein, gesungen von Henning Krautmacher. Was hat denn jetzt schon? Wer ist von er? Den Höhnern. Gib mich Henning Krautmacher. Oh fuck, ey. Wenn am Sonnen Himmel würde und so je beginnt für den großen Tag. Die Kleinen wandern, sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Hey, ihr könnt alle Vorhang auf, wir singen Horrorshow. Oh, ein kleines bisschen Horrorshow. Und das, you know, jetzt. Voll gut gepasst. Das hat voll gut gepasst, ey. Ja, das war wirklich so ein richtig gut gelaunter Taxifahrer. Kein Bock hat zu quatschen, ne? So ist der Henning Kropper. Na, wo geht es denn hin? Wo fahren wir hin, na? Hier ist was los. So, warte, ach so, ich muss jetzt... Fuck, jetzt hatte ich was und jetzt... So, ich weiß. Warte. Hasse? Warte. Was ist das für ein langes Lied? Kann ich nein, nicht. Das ist, schreib kurz vorne auf. Also, okay. Achtung, und fertig. Los. Elvis mit Barbie Girl. Elvis mit Barbie Girl. Na gut, komm. Oho. Ja. 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 Oho. I'm a Barbie girl, yeah. I'm a Barbie world. Like a plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Life racing, life is your creation. Come on, Barbie, let's go play. My Barbie girl, in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. And you can brush my hair, dress me everywhere. Imagination, love is your creation. Geil! Damn! Oh. Mann, was ja, war ich, gut? Ich muss das den Plan B haben bei der Jobauswahl. Ja, ja. Ja. Fuck. Dann habe ich das geübt. Okay. Du hast du? Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Nena singt was? Zehn nackte Friseuse. Zehn nackte Friseuse. Das habt ihr im Repertoire, oder? Das ist, okay, Nena singt zehn nackte Friseuse. What the fuck, ey? Trauen, nur ich sag oh. Und doch noch. Es gibt 50.000 Weiber, wir haben einwandfreie Leiber, und ich sag no. Ich will 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen, oh. Nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren. 99 nackte Friseusen. Ja, das war Nena, ja, ungefähr. Du hast es geschafft, eine gewisse Esoterik in den Song zu bringen, die ich normalerweise tatsächlich nur von den Räucherstäbchen kenne, die aus der Garderobe von The Voice damals gequalmt ist. Okay. Ja, wirklich gut. Vielen Dank. Ja, es hat mich berührt. Hat dich berührt? Ja, absolut. Du laberst. Nein, hat mich nicht, aber war gut. Ich gebe dir jetzt was zum Berühren. Jetzt so, bist du dran. Okay. Jetzt ich den Sänger, ne? Ja, warte. Okay. Wirklich? Was singen wir? Wir singen Weekend Feeling. Kennt ihr das? Ja? Hinein ins Weekend Feeling. Lass dich mal gehen. Okay. Du weißt ja, Joghurt. Grönemeyer. Ja, Mann. Ach, fuck, das kann der bestimmt wieder gut. Na, schön langsam, ne? Vorbepackt
mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. In einer Welt, we can feel it. Mit Pop, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann in einer Welt, we can feel it. Oh, oh, lass dich mal gehen, schaut einfach ab, erlebt den sonnigen Geschmack mit Pot ins Weekend fühlen. Oh mein Gott! Dank. Du hast gewonnen! Danke, hallo! Klaas hat gewonnen! Vielen Dank, danke schön! Auf jeden Fall! Die erste Ausgabe von Sing My Song Pussy Style! Danke, Klaas! Ja. Du kannst schon mal ein Bier trinken gehen, ich brauch dich nachher noch. Okay, ich geh schon mal in die Bar. Geh in die dahin. Bar. Gut. Mach dich locker, zieh dich aus. Geh bis in die Bar. Gleich. Ja. Klaas hat gewonnen!